Oida! Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Der Ismo sieht wieder aus wie... Ah, ist so schön hier, ja, wie Jimmy Glitchy, der tummelt sich ja immer seinen Kopf ein, bevor er das Haus verlässt, damit er extra glänzt und in einem frisch gekühlten Look erscheint. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum letzten Deoxys X-Raid in der Verteidigungsform. Da sind wir auch alle froh drüber, dass das dann weg ist. Die Angriffsform, die war viel cooler. Die konnte man wenigstens auch alleine machen. Da musste man immer gucken und drauf knüppeln. Als nächstes kommt ja dann die Initiative-Form. Ist sogar schon eine Einladung wieder raus fürs Schwimmbad. Also das klappt wieder richtig genial, dass man immer wechselt. Brücke der Technik, Schwimmbad, Brücke der Technik, Schwimmbad. Jetzt also der Raid wieder an der Brücke der Technik. Ein allerletztes Mal die Ochse ist in der Verteidigungsform. Und nächste Woche haben wir dann also die Initiativform, wo wir auch gleich den ersten Raid mitnehmen können. Und ich habe noch ein Bild gefunden, das möchte ich einfach nochmal hier einblenden, von einem schlafenden Relaxo. Das ist auch richtig genial. Die waren ja bei dem Event immer vermehrt. Dann waren die weg. Man dachte, die gibt's nicht mehr. Und gestern bei mir im Wohnzimmer ist nochmal eins aufgetaucht. Wie man hier sieht, ist natürlich nur Spaß. Der erste Tag beim Ismo ist immer irgendwie sehr anstrengend. Da liegt man schon mal auf dem Boden bewusstlos und weiß nicht mehr, wie man ins Bett gekommen ist. Auf dem Boden der Tatsache. Wir also jetzt auf dem Weg. Das Foto einfügen, wo du da legst. Habe ich ja nicht eben schon fünfmal erzählt, dass ich das einfüge und deswegen extra das angedeutet habe. Aber na gut, Kopfkühlen hilft meistens nämlich nicht, wenn der Kopf sowieso leer ist. Wir melden uns dann beim X-Raid nochmal zurück und bis gleich. So. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Nö, ich stell das jetzt einfach mal da drauf, ganz gemütlich. Dann geh mal in den Raid, ne? Gut, du machst das schon. Es ist bestimmt schon die Zeit um und alle sind fröhlich und gut dabei. Ich hab gedacht, du willst mit 10 Handys machen. Nö, ich mach heute extra nur ein. Mahlzeit. Der Defteres. Der letzte Reiseleiter. Der Deferis. Man muss ja bei der Sache bleiben. Wer ist denn Paula? 190k und alter Juri? Was? Keine Ahnung. Du hast doch gerade was gesagt mit irgendwas, die beiden. Wo ist das? Der eine spielt Pferd, der spielt kein Pokémon. Noch Pokémon querspielen. Da hängt zwar nicht viel. Er hat geteilten Bildschirm bestimmt drauf. Ich hatte jetzt so eine App drauf, wo du den Bildschirm teilen kannst, aber da kannst du nicht zweimal, also nicht zweimal dieselbe App drauf machen. Also kannst zwei unterschiedliche Apps gleichzeitig aufmachen, aber Pokémon kannst du nicht zweimal machen. Du musst nur über zwei Teams gehen. Zwei Programme, dann geht das schon. Solange es zwei unterschiedliche Accounts sind. Aber ich denke, der... Ja, ich kann ja aber erst einen anderen Account drauf machen, wenn ich das Spiel starten kann. Ja. Weißt du wie? Aber ich denke, der Spooky Swaggedy hat seine zwei auf einem Dings gehabt, beides mal Pokémon. Da hat doch die Sindine letztens noch gefragt, wie geht das denn? Ne, ja, das ist so eine App. Ja, es gibt hat ja er doch hier beim X-Raid gehabt. App, irgendwas mit Blue war's. Nämlich, da kannst du zwei Google-Kondos gleich gleichzeitig machen. Und ist die legal? In Amerika auf jeden Fall. BlueStacks heißt das, glaube ich. Weil das geht, da kannst du auch auf dem PC dann damit Handy-Apps auch öffnen. Aber die sollte eigentlich in Deutschland legal sein. Machst du einen Turm noch nicht? Für Oka. Turm? Was ist mein Turm? Das ist ja halt auch nicht in die Gruppe geguckt.
Ja, ihr seid alle inaktiv. 70 Leute in der Gruppe und ich bin der Einzige, der immer was schreibt. Ja, ich habe daheim auf der Couch gelegen. Es war nicht geplant, dass ich heute nochmal herkomme. Tut mir leid, dass ich dich eingeladen habe. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du eh eine Einladung hast. Und als ich dann Pace verteilt habe, habe ich gedacht... Ich Speedform geben und nicht Defensivform. Ab nächstes Mal. No. Warum? Ab ersten, glaube ich. In dem Moment, wo die Einladung rausgeht, ist ja schon das Ding bestimmt. Und es hieß nicht ab so, sondern Einladungen, die ab so kommen. Und da kam ja nur Einladung fürs Schwimmbad ab dem Datum. Aber die stand ja davor schon fest. Also ist da noch was anderes drin. Also am 2. Juli, das ist dann die Speedform. Ja, Mann. Sicher? Ja, Mann. Sicher? Ja, klar. Steht überall. Ah, ja. So siehst du auch aus. Wo guckt er denn hin? Wie kann man denn so rumlaufen? Mit schwarzen Klamotten bei der Hitze, meine ich. Die andere macht's richtig, der hat einfach gar nichts an. So, und da ist es auch schon tot, ne? Wir sind noch mit dem Samen aufgestiegen. Samin natürlich. Die Arena war sogar gelb. Es gibt ordentlich Bälle dazu, obwohl 15 Stück nur. 12,71. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Na, sag halt mal was und halt es nicht hin, ist alles schwarz. Nix mehr. 12,79 habe ich. 79 ist da. Was hat der Deveris? 12,95. Ja. Das ist bestimmt ein 98er. Gute Deveris, jetzt wo er sein zweites T nicht mehr hat, hat er als Ersatz wenigstens ein gutes Deoxys bekommen. Noch nicht, muss er ja noch fangen. Das also das letzte Deoxys in der Verteidigungsform. Eigentlich sah das ja cool aus mit seinen langen, klobigen Armen, die bis zum Boden hängen. Wir werden das jetzt auch noch fix fangen und werden im Anschluss noch einen 5er Raid dranhängen, noch einen Kyokre mitnehmen beim Turm oben. Ja. Und das war's eigentlich. Also bis gleich. Doch, der Ramon hat mich aufgeladen. Ich hab dich eingeladen. Ja, du hättest ja nicht kommen müssen. Das war ja freiwillig. Das war gezwungen. Du sollst nicht lügen. Da steht X-Raid, nicht Pflicht-Raid. Machst es aber zu einem Pflicht-Raid. Jetzt haut's mir die ganzen Despotas rein. So. Wir sind jetzt also am Kyogre-Raid angekommen. War wieder sehr chaotisch. Mussten alle nochmal raus. Jetzt wollte ich hier Kyogre eingeben. Elektro. Schnell, hau noch ein paar Elektro-Teile rein. So, 3 Sekunden vor Start. Noch schnell irgendein Team zusammengeschustert. Der Kenny mit seinen 10 Accounts. Er kam nämlich in die andere Gruppe. Also in eine neue Lobby. Und musste nochmal raus, alles nochmal zurück, alles auf Anfang. Aber jetzt geht's los, jetzt haben wir alles hier bereitgelegt. Und gucken nochmal, vielleicht ist ja noch ein Shiny dabei. Noch fix ein Kyogre mitgenommen. Morgen ist auch schon wieder Mittwoch. Morgen ist auch wieder die legendäre Abendstunde, auch mit Kyogre. Wie ich schon gehört habe, ist das Interesse nicht so groß diesmal. Statt 6-7 Raids wird da wahrscheinlich nur einer gemacht. Außer man findet noch ein paar begeisterte Leute und zieht voll durch. Was natürlich dann auch wieder stressig ist mit 10 Handys, aber mal gucken, wie wir das machen. Er kommt nicht mehr klar auf sein Leben. Das war das tolle Motivationsrede. Was machst du da? Jetzt, wo ich dann nicht mehr drücken kann, weil das Team eh schon tot ist. Jetzt sieht es richtig komisch aus. Aber es ist... Eigentlich tot. Aber das geht voll auf die Arme, wenn man sich die ganze Zeit so vorstrecken muss. Wegen tut man sich was bauen. Wie, du weißt wohl schon, dass da was Gutes ist? Auf Verdacht. Nichts. Nichts. Shiny. Okay. Was ist das, 100er? 23,51. Beide portig. Was ist ein 35? 35 ist auch gut. So, das gleiche wollen wir mal hier vorne machen. 14, 14, 14, 12.000 irgendwas. Ja, toll, die Pokebox ist voll.
Da gibt's gar nichts. Ich erkenne überhaupt nichts. Also ein Scheidi ist da schon mal nicht dabei. 23.3, glaube ich. 23.12. Irgendwas anderes. Hier müssen wir mal irgendwas löschen. Oh. Ich bin mit einem aufgestiegen. Ich musste noch mal raus. Ich bin aus der Lobby geflogen. War jetzt auf einmal alles weg. Wer ist denn Mr. Moonlord? Hast du das geschafft? Das ist nee, ein kleiner Account von mir. Bin ich aufgestiegen. Freundschaftslevel. Ja, und 8 ist doch, schafft man doch. Ich weiß nicht, was er angezeigt hat. Er hat 17 angezeigt. Ja, und dann musste ich raus. Dann musste quasi das ganze Auto raus hier bei uns. Jetzt geht er nochmal rein. Ha! Shiny. Ja, schon fertig. Echt? Achso, du. Wieso bist du mit euch? Ihr habt doch da vorne mit dem 22,99. Das haben sie 3x6 hat es angezeigt. Bist du doch? Ja. So, dann hätte ich natürlich fast vergessen, überhaupt noch das Outro zu sprechen, beziehungsweise hat sich jetzt alles zerteilt. Der Eswo ist abhanden gekommen. Der will jetzt erstmal Geld abheben und zum Friseur sich eine neue Frise schneiden lassen. Und eigentlich hätte ich jetzt auch eingeblendet, wie ich das Kyoko gefangen habe, aber ich habe es gar nicht gefangen. Jeden Ball drauf geworfen, immer einfach fabelhaft und dann flieht das auch noch am Ende. Das ist mal was Seltenes. Eigentlich fange ich ja jedes, aber das ist geflohen. Ja, ist aber auch nicht so tragisch. Ich habe ja schon meine 200%igen natürlich und die reichen auch. Ich werde jetzt fix hochgehen, werde das Video nämlich schneiden, solange wie der beim Friseur ist. Und dann gucken, ob ich das in einer halben Stunde schaffe, wenn der dann wiederkommt. Dass wir dann mal gucken, was wir heute noch so machen. Das war es aber von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So.